Ich hatte schon, bevor ich aus dem Amt geschieden bin, im Jahr 2010, den Eindruck, es kommt etwas Neues. Eine neue Situation ist im Entstehen. Der offizielle Dialog zwischen den Kirchen, der geht weiter, muss weitergehen und niemand will den auflösen und hinter zurückgehen, aber es gibt keine großen Fortschritte mehr und ich bin auch mit evangelischen Bischöfen, die da beteiligt sind, eins, es wird in absehbarer Zeit im offiziellen Dialog keine großen Fortschritte geben. Ich wollte dann am Schluss meiner Dienstzeit da jetzt nicht mehr noch groß umstrukturieren und umbauen. Ich habe gedacht, das muss mein Nachfolger machen, aber ich wollte das sozusagen nicht einfach den Bettel hinwerfen, sondern wollte noch überlegen, habe zu meinem Abschied noch drei Punkte genannt, von denen ich meinte, dass sie wichtig sind für die Zukunft des ökumenischen Dialogs. Erster Punkt, wir müssen das, was wir gemeinsam haben und was wir auch neu dazu gemeinsam gelernt haben, pflegen. Das hat man ja nicht einfach so als Besitz, den man so in die Hosentasche sich schiebt, sondern das muss man auch gemeinsam pflegen. Manchmal denke ich ja, wir sagen das Credo gemeinsam. Aber meinen wir dasselbe? Glauben wir dasselbe? Oder ist nicht vielfach auch eine gewisse Gleichgültigkeit entstanden, dass die Leute sagen, das interessiert uns nicht mehr, die alten Sachen. Also wir müssen das, was wir gemeinsam haben, auch sozusagen uns bewusst machen. Es gibt den Satz eines deutschen Dichters, was du ererbt von deinen Vätern, nimm es, um es zu besitzen. Man muss es sozusagen in Besitz nehmen, man muss das pflegen, die Grundlagen also wach halten. Das scheint mir etwas vom Allerwichtigsten sein. Also gemeinsam die Heilige Schrift lesen, gemeinsam über das, was wir haben, über Jesus Christus, den Glauben an Gott, zu sprechen und das uns bewusst machen. Das war für mich der erste wichtige Punkt. Und zweiter wichtiger Punkt ist, wir müssen über das zentrale Anliegen reden. Was ist Kirche? Und worin besteht die Einheit der Kirche? Das Problem ist, wir haben ein unterschiedliches Kirchenverständnis und das bedeutet, wir haben auch ein unterschiedliches Verständnis, was Einheit der Kirche sein soll. Das hängt ja zusammen. Das ist aber eine gefährliche Sache. Wenn man sich über das Ziel nicht mehr einig ist, besteht die Gefahr, dass man in unterschiedliche Richtungen auseinanderläuft und am Ende weiter auseinander ist, als man am Anfang war. Also wir müssen uns gemeinsam über das Kirchesein, worin es besteht, Gedanken machen. Das scheint mir das Hauptthema zu sein für die nächste Zeit. Und dann das Dritte. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ökumene kann ja nicht einfach eine Sache der Fachleute sein. Natürlich braucht man Fachleute, Theologen, die das alles klären. Aber ich habe an so vielen Dialogen teilgenommen und habe immer gedacht, gemerkt, wenn da nur Fachleute zusammenkommen, dann ist jeder so gescheit, dass er noch einen Einwand weiß auf das, was der Vorredner gesagt hat. Und dann wird es eschatologisch, da kann man bis zum jüngsten Tag weiter diskutieren. Wenn aber da eine menschliche Gemeinschaft, wenn vor allem eine geistliche Gemeinschaft da war, wenn man gemeinsam gebetet hat, eine spirituelle Atmosphäre da war, dann ist auch der Wille da, zusammenzufinden, dann kommt man näher. Und deshalb scheint mir die spirituelle Ökumene das eigentliche Herz, die Seele der Ökumene zu sein. Das hat auch das Konzil gesagt und das ist dann auch der Hintergrund vieler geistlicher Bewegungen, auch der Bewegung von Schömer-Neuf, die ja hier eine Rolle spielt, die geistliche Ökumene, für die Ökumene die Einheit zu beten. Wir müssen vieles tun, aber man kann die Einheit, die Versöhnung nicht machen. Man kann sie nicht organisieren. Sie ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und deshalb muss man das Gleiche tun, was die Jünger und was die Frauen zusammen mit Maria nach der Himmelfahrt getan haben. Sie sind zusammengekommen und haben um das Kommen des Heiligen Geistes, um das Pfingstwunder gebetet. Und das müssen wir tun, vor allem gemeinsam beten, gemeinsam die Schrift lesen, gemeinsam
auch die Feste feiern, zusammenkommen, Gemeinsamkeit pflegen. Nur so kann wirklich Ökumene wachsen als geistliche Ökumene. Und das müssen wir viel mehr tun. Und das kann jeder Christ tun. Da muss man kein großer Theologe sein. Jeder kann beten oder jeder soll beten. Und jeder kann die Heilige Schrift, man kann sie auch gemeinsam beten. Man kann sich austauschen über den Glauben, über den Gottesdienst. Wir feiern so, ihr feiert so. Warum? Was gefällt dir an deinem Glauben? Was gibt er dir? Und so kann man Ökumene voranbringen. Und das scheint mir im Augenblick die fruchtbarste Form der Ökumene zu sein. Es gibt, fange ich da an, mit den Evangelischen, sehr viele ökumenische geistliche Gemeinschaften, die praktisch klösterliche Gemeinschaften sind. Das ist etwas völlig Neues. Der Protestantismus hat das lange Zeit abgelehnt. Hier in Deutschland gibt es, glaube ich, etwa 30 solche Gemeinschaften, die fast wie klösterlich zusammenleben. Und die treffen sich regelmäßig mit entsprechenden Gemeinschaften auf katholischer Seite, kommen zusammen, tauschen sich geistlich aus, feiern gemeinsam ihre Gemeinsamkeit im Glauben. Und da geht etwas voran im Augenblick. Und das scheint mir bei einer Gemeinschaft, ist nicht mal andere zuerst, wie den Focolare oder San Egidio in Rom oder hier bei Chemaneuf auch der Fall zu sein, diese gemeinsame Zusammenwirken und zusammen betend. So hat Ökumene angefangen, vor dem Konzil schon, und so muss sie heute neu wieder aufwachen und die Erschlaffung, die der offiziellen Ökumene eingetreten hat, ist neu überwinden. Der eigentliche Vater der geistlichen Ökumene, das war ein Curé, Paul Couturier in Lyon, hat von einem unsichtbaren Kloster gesprochen. Im sichtbaren Kloster, da wohnen die Mönche und die Nonnen beieinander. Sie leben zusammen, sie beten zusammen, also es ist sichtbar alles. Couturier hat gesagt, es gibt auch das unsichtbare ökumenische Kloster, das sind Christen auf den unterschiedlichsten Ländern und Erteilen. Die beten, die kennen sich gar nicht, aber sie beten gemeinsam um das Kommen des Geistes der Einheit. Dieses unsichtbare Kloster, und das drängt immer mehr ans Licht und wird sichtbar. Und diese Idee steht ja auch irgendwie im Hintergrund der Idee der verborgenen Kirche, die sie hier feiern in dieser Gemeinschaft hier, in dieser Gemeinde. Die Kirche ist etwas natürlich Sichtbares, aber sie ist auch verborgen und sie muss im Kleinen wachsen. Jesus hat von dem kleinen Samenkorn gesprochen, das in die Erde fällt und sterben muss, um Frucht zu bringen. Das ist das Geheimnis des Wachsens des Reiches Gottes. Es fängt in kleinen Gemeinschaften, in kleinen, im Verborgenen an und drängt dann ans Licht. Und deshalb muss ich das einfach aus eigener Erfahrung sagen, das ist im Augenblick das Hoffnungsvollste in der Ökumene, das es gibt. Und ich kenne viele solche Gemeinschaften. Ich war jetzt vor ein paar Wochen mit etwa 20 evangelischen solchen Gemeinschaften zusammen, entsprechend den katholischen, ein paar Tage. Das war eine so herzliche, brüderliche Atmosphäre, wo ich dachte, da wächst etwas, da wird etwas. Das kann man nicht wissen, was daraus wächst. Das muss der Heilige Geist machen, das kann man nicht planen, das kann man nicht machen. Aber ich bin im Glauben überzeugt,